Hallo ihr Lieben und willkommen bei einem neuen Video von mir. Wie ihr im Titel schon gesehen habt, habe ich mal wieder ein Craft-Update für euch. Und zwar mit ganz viel Papierbastelei. Ja, unter anderem sind einige Karten entstanden, noch so andere Sachen, die ich getestet habe und ein paar Alben. Also das Video könnte ein bisschen länger werden, aber ich rede ja sowieso nicht so viel. Also weiß ich nicht, könnte auch schneller fertig sein, je nachdem. Das weiß ich nicht, aber auf euch auf jeden Fall einiges zu zeigen, was ich an Papier so gebastelt habe. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ja, ich möchte das jetzt nämlich abdrehen. Ihr werdet das später sehen, da ich was für Damen gemacht habe. Ja, das ich nämlich dann verschicke. So, womit legen wir los? Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit den Karten, die ich gewerkelt habe. Und wir legen los. Ja, als allererstes ist es diese hier. Ja, da habe ich gestanzt, gestempelt, koloriert, den Hintergrund gemacht. Bling Bling darf natürlich auch nicht fehlen. Und diese metallischen Herzchen hier, die funkeln sehr, sehr hübsch. Und ja, das ist eine Geburtstagskarte, steht ja Birthday Wishes. Ja, das ist die erste Karte. Die zweite ist dann diese hier. You make my life magical. Das sind die Drachenstempel von MFT. Ja, das sind rote Drachen geworden. Und ich fand das irgendwie cool, die Flammen hier kommen zu lassen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich fand das irgendwie passend. Das ist die zweite. Die dritte ist dann diese hier. Die finde ich auch sehr hübsch. Da habe ich auch gestanzt und gestempelt. Stimmt. Love is in the air, ja. Passend auch zum Valentinstag eigentlich. Ihr seht das da, das ist Spiegelkarton, habe ich auch mal benutzt. Und ein paar Bling-Bling-Steinchen dürfen auch wieder nicht fehlen. Ja, finde ich eigentlich auch recht hübsch geworden. Dann haben wir diese Karte einmal in lila gehalten, mit Meerjungfrau, mit lila Haaren. Ach, da habe ich irgendwas getestet hier. Habe ich da Stickles genommen, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Dann ein paar Perlen, dann auch ein ausgestanzter Kreis und Herzchen. You are amazing habe ich hier unten ein bisschen koloriert. Das hat so einen lila Schimmer, nur hier unten. So leicht, seht ihr vielleicht. Weiß ich nicht so genau. Und ja, auch ein bisschen koloriert. Ja, ich wollte mal ein paar Reste auch verwerten, weil man hat immer so viele Reste an Papieren. Dann ist diese noch entstanden mit dem Gorgeous Medal. Ja, fand ich auch sehr hübsch. Das ist ein Actionblock gewesen darunter, das weiß ich noch. Dann habe ich hier die Blümchen, ein paar Bling-Bling-Steinchen gestempelt, gestanzt. Ja, die Kombination ist immer ganz toll. Ich liebe meine Big Shot, ich will sie nicht mehr missen. Ja. Wie gesagt, ein bisschen Papier verbraucht. Mal eine Karte in Grün. Ja, ist sehr selten bei mir. Ich bastel ja meist in Bärentönen und hier haben wir dann mal eine grüne, auch mit dem süßen Troll von Craft in Desert Divas, glaube ich, heißt der Shop. Und da habe ich auch so einen metallischen Schmetterling aufgeklebt und in jedem Sternchen dann so ein grünes Glitzersteinchen und auch You Make My Life Magical. Ja, fand ich ganz süß. Die nächste Karte ist ein wenig chaotisch geworden, würde ich sagen. Ja, da ist viel drauf, viel zu entdecken, viel zu sehen. Habe ich auch koloriert. Die ist eigentlich ganz süß geworden. I thank my lucky stars for a friend like you. Fand ich auch sehr süß. Auch das Bäumchen, das Schloss finde ich toll. In dem Blau-Pink passt gut zusammen. Dann habe ich noch hier drei Blümchen aufgeklebt. Ja, und die Strasssteine seht ihr ja. Und entstanden ist dann irgendwie das. Ja. Dann haben wir noch diese Karte hier mit der süßen Fee. Ich liebe ja diesen Schimmer hier. Finde ich ganz toll. Das ist ein mega toller Block vom Teddy gewesen. Ganz, ganz tolle Papiere. Da habe ich auch zwei Blümchen und Have a very nice day. Ja, ich mag ja Feen, Einhörner, Meerjungfrauen. Bastel ich sehr gerne mit. Und ja, da durfte die nicht fehlen. Kommen wir zu den Wasserfallkarten, die ich gemacht habe. Das ist einmal diese hier. Ja, ach so, muss ich so machen.
Liebe Grüße und Umarmungen. Das ist ein Stempelset von Creative Depot, glaube ich. Ja. Und die kleinen süßen Tierchen sind von Semifim. Und das Papier war vom Blog Beyond the Shore gewesen, den ich letztes Mal vorgestellt habe in dem Hall, falls ihr den gesehen habt. Ja, das ist die erste Wasserfallkarte. Die zweite ist ein bisschen rosaner gehalten. Habe ich dann mal Sticker verbraucht. Ja, auch liebe Grüße und Umarmungen. Finde ich sehr süß. Und dann hätten wir einmal diese hier. Ja, also die Wasserfallkarten sind meine Februarkarten für meine Kartenfreundinnen. Ja, dann haben wir einmal diese hier zur Hochzeit. Ich hoffe, man erkennt das. Muss ich auch wieder so rum machen. Ich denke, das Hochzeitsmotto erkennt man. Und da habe ich dann in Gold gestempelt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist dann diese Wasserfallkarte. So, das war es an Karten. Oh, wir brauchen noch lange. Ich merke das schon. So, dann habe ich mal eine Aufbewahrung gemacht. Hier für die 6x6 Blöcke kann man da rein tun, aber auch die großen Embossing-Folder. Ich wollte das eigentlich noch verzieren. Ich weiß nicht, ob ich es noch mache, weil das Papier ist an sich ja schon wunderschön. Und das war das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Ich habe es einfach mal ausprobiert. Und wie gesagt, 6x6 Paper Packs oder Blöcke kann man da reinstellen. Dann habe ich noch eine Kartenaufbewahrung gemacht. Das ist dieses hier. Da kann man Karten reinstellen. Ist natürlich sehr gut geeignet für die, wenn man sie vorbereitet, da reinzustellen. Und wenn man dann eine braucht zu einem Anlass, dann kann man eine da rausnehmen und ja, dann nutzen. Und wie gesagt, ich mag Meerjungfrauen. Ich werde mir wahrscheinlich noch drei machen. Eine mit einem Einhorn, einmal mit einer Fee. Ja, werde ich mal gucken. Gefällt mir aber sehr, sehr gut. Das ist auch im Übrigen das Papier von Beyond the Shore. Ja, ein ganz, ganz toller Block ist das. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das ist eine Kartenaufbewahrung. So, jetzt habe ich mich an Boxen versucht. Ich und Boxen sind immer nicht so dicke. Das ist eigentlich wohl, ja, eine Schmuckschatulle. Aber das brauche ich ja nicht. Deswegen ist das einfach so eine Box. Kann man dann so aufmachen und dann kann man da was reintun. Da haben wir einmal eine etwas in grün gehaltenere Box. Ich habe noch zwei, Moment. Dann haben wir noch mal eine in grün gehalten. Das ist diese hier, Seelenfutter. Habe ich dazu genutzt. Den Stempel finde ich super. Das sind auch Stempel von Creative Depot. Ja, das ist auch so eine Box wie eben. Jo. Und die letzte Box ist dann diese hier. Das war auch gleichzeitig meine erste. Da habe ich dann mit Meerjungfrauen gemacht. Da hat sich schon ein Steinchen verabschiedet. Die verabschieden sich immer. Furchtbar. So. Und dann habe ich da Meerjungfrauen-Stickerchen mal draufgeklebt. Ja. Wie gesagt, ist auch so eine Box. Kann man dann was verschicken. Also habe ich auch vor, dann zu verschicken. So. Das waren jetzt die Sachen außerhalb. Ach nee, halt, Moment. Ich habe noch eine Karte. Und zwar diese hier. Die ist passend zu einem Album, das ich gemacht habe. Das werde ich euch gleich zeigen. Weil das Album habe ich für jemanden gemacht. Und zwar dieses hier. Ja, jetzt brauche ich doch mal ein bisschen mehr Platz und muss das mal ein bisschen schieben, dass ich es hinlegen kann. Moment kurz. So. Oh. Warten. Warten Sie mal, wollte ich sagen. Moment mal kurz. Ich muss mal die Karten weglegen. So, damit wir mehr Platz haben für die Alben. Ja, das ist ein Album, das ich gestaltet habe, und zwar für die liebe Kim. Wir machen ein Tauschpäckchen, und da ich das auf die Reise schicken will, zeige ich euch das jetzt mal. Also ich wollte es vorher abdrehen. Vorne sieht das so aus. Da habe ich ihren Namen geschrieben. Dann auch wieder Blümchen aufgeklebt und da und dieses hier, das ist ein Teil und die kleinen Bling-Bling-Steinchen und hier noch so ein Fischchen und ein Seestern, der lächelt so süß. Seht ihr das? Ja, so ein bisschen. Von hinten sieht es so aus, da sind ein paar Fischchen und Seepferdchen. Also nicht von hinten, also hier der Rücken.
Und da sieht es so aus. Ich würde sagen, wir gucken mal rein. Da wird es ein bisschen gelber. Dann haben wir einen Tag. Habe ich vorne so gemacht, hinten habe ich so gelassen. Und überall Meerjungfrauen oder irgendwas aufgeklebt habe ich. Das ist die erste Tasche. Dann sieht es so aus. Die süßen Krabben. Ja, das ist ein bisschen verspielter. Also so unter Wasser halt Delfine. Da kommt wieder ein Tag. Da sieht es so aus. Ist halt alles passend, so irgendwie in gelb-blau gehalten. Das waren Paper Packs, also so ein Böckchen vom Action. Und Doodle. War das Doodlebug gewesen? Nee, Echo Park. Von Echo Park, genau. Jetzt weiß ich's. Jo. Auf der letzten Seite von den Seiten, ja, das war gut, kommt immer ein kleiner Delfin. Da ist der Tag. Da ist die Seite. Ja. Und da haben wir diesen Tag und so. Das seht ihr immer vorne bei den Taschen, wie ihr das schon merkt. Und jetzt kommen wir zu den letzten. Da kommen Fischis, Fischschwärm. Da ist auch ein Fischschwarm. Und das sind die letzten Seiten. Ja, das ist das erste Album, was ich gemacht habe für die liebe Kim. Ich hoffe, es hat ihr gefallen, weil das Video werde ich ja erst hochladen, wenn die ganzen Damen ihre Post bekommen haben. Dann habe ich ein Album gemacht für die liebe Sassi und zwar in Schwarz gehalten vorne. Ich glaube, drinnen war es Gold, Goldschwarz, Silber, irgendwie so. Wir werden es gleich sehen, ja. Das ist erstmal die Front. Da habe ich diesen Strang vom Teddy aufgeklebt, dann den Rahmen vom Action. Ich fand das irgendwie passend. Ihre Namen und hier diese Skelettblätter vom Action und Rosen und hier noch Geschnörkel. Ja, fand ich irgendwie schön. Da habe ich so Spiegelstickerchen aufgeklebt. Und von hinten sieht es einfach so aus. Ja. Würde ich sagen, gucken wir da mal rein. So, ja, ihr seht schon, das hat auch Tags. Da steht Hab. Ja. Da habe ich auch noch eine Bordüre geklebt. Ich weiß gar nicht, ob man die sieht. Das geht ein bisschen unter. Ich habe zu wenig Platz, ihr merkt das schon, ne? Alles in Herzchenoptik. Der zweite Tag. Das sind diese folierten. Das ist der Block vom Action gewesen. Ich glaube, ich stelle das mal hin. So, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Platz. Ja. So, da kommt der nächste. Da habe ich immer so ein bisschen Washi-Tape aufgeklebt. Und ich glaube, das war der Gold and Silver Block vom Action gewesen, den ich genutzt habe. Ja, ich glaube, ihr konntet es alle lesen. Ich glaube schon, ne? Kleine Botschaften geschrieben. Da habe ich überall so Herzchen aufgeklebt. Und das ist die Rückseite. Ja. Das war das Album, was ich für die liebe Sassi gemacht habe. Ich hoffe, auch sie hat sich gefreut. Jetzt muss ich das alles wieder ein bisschen hinterschieben. Ihr wisst, ich habe keinen Platz. So, kommen wir zum vorletzten Album. Und zwar dieses hier. Ich habe das Paperpack von der lieben Sammy Film benutzt. Es sind wunder, wunder, wunderschöne Blätter. Es ist ein schönes Album geworden, finde ich. Das bekommt meine liebe Anna. Sie weiß noch nichts von ihrem Glück. Aber ja, das bekommt sie auf jeden Fall. Sie fand es sehr hübsch. Ja, hat sie gesagt. Vorne habe ich auch wieder Blümchen aufgeklebt. Diese Die-Cuts von Sammy Film. Dann hier diese Bordüre und dann noch ein paar Perlchen. Ja. An der Seite habe ich diesmal auch ein bisschen mehr. Auch Blumen und diese süßen Schäfchen, Regenbogenschäfchen. Und hinten sieht es dann so aus. So, ich würde sagen, da gucken wir mal rein.
Ach, der Platz. Ja, es sind wunderschöne Papiere. Ihr seht das schon. Hoppla. Ja, ich habe kombiniert auch wieder mit Actionblöcken, weil das reicht ja immer nicht ganz. So dieses Paper Pack. Ah. Ja, habe ich so versucht, ein bisschen anzupassen. Es sind wunderschöne Papiere von Semifim. Da ist auch süß, das Regenbogenschiffchen. Jo. Spricht für sich, würde ich sagen. Und das war's gewesen. Ja, das ist noch ein Album, was ich gemacht habe. Ihr seht, ich habe sehr viel gewerkelt. Das musste ich jetzt mal wieder aufnehmen. So, wir kommen zum letzten Album, was ich gemacht habe. Und das ist Mini. Das kann ich euch nicht ganz zeigen, da ich Fotos reingeklebt habe. Das ist Mini klein. Im Gegenzug, ich zeige euch das mal kurz. Ihr seht das schon. Das ist sehr winzig, aber super niedlich. Oder man sieht es auch hier, wenn ich es drauflege. Ja, es ist sehr klein. Wie gesagt, das kann ich euch nicht zeigen. Da ist Jona auch mit dabei, weil da Fotos drin sind. Nur hier vorne. So. Ja, das ist dann so fortgesetzt. So in Goldschwarz von diesen Forever Friends Paper Pack. Habe ich dann überall Herzchen draufgeklebt und Text und sowas. Und Fotos. Ja, das kann ich euch nicht zeigen, wie gesagt, denn das ist für meine süße Sassi. Ja, ich hoffe, sie hat sich auch gefreut über das kleine Album. Ich war gerade irgendwie so dabei und ja, das bekommt sie dann auch noch. Ja, ihr Lieben, mein Gott, das war ein Video. Das ging mal ein bisschen länger. 17 Minuten bin ich schon. Aber wie ihr gesehen habt, ich habe sehr viel gemacht und wie gesagt, da ich jetzt Pakete packen möchte, wollte ich euch das mal zeigen, was ich so fabriziert habe. Hätte ich auch zwei Videos draus machen können eigentlich, ne? Ja, eigentlich schon. Naja, ihr Lieben, ich danke euch, wenn ihr es bis hierhin ausgehalten habt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.